Okay. Ach, herrlich. Ja, genau. So, das ist übrigens meine Badewanne. 1 zu 1 nachgebaut. Die habe ich zu Hause auch. Die kann man übrigens kippen. Ja. Ist ja faszinierend. So. Yay! Ja, jep. So, mit dieser spannenden, ja, dramatischen Musik und dieser spannenden Unterhaltung, gerade auch im Chat und alles, ist es mal wieder Zeit für eine klitzekleine Pause in der Let's Play Live Show. Pipi-Pupu-Pause, Chips-Hol-Pause, Trinkhol-Pause, Raucherpause, keine Ahnung, wie ihr es nennen möchtet. Popcorn, Chips, Auffüllpause, wie auch immer. Sehen wir uns gleich wieder in der Let's Play Live Show und dann geht's spannend weiter hier bei The Evil Within. The Konsequenz, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also bis gleich. Wir brauchen etwas Rationales im Stem. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine, Ruvik. Mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich... Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Dann muss es jemand Entbehrliches sein. Entbehrlich? So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut. Mein Mikrofon stumm, nein, oh. Erwachsen kann ja jeder. Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon noch stumm geschaltet gehabt. Entschuldigung bitte. Aber danke, dass Sie so fleißig aufpasst. So. Prost zusammen natürlich auch wieder an euch. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Kennt ihr das hier? Diese Ecke? Das ist der Anfang vom Hauptspiel. Diese Wanne. Und das hatte ich nämlich gerade schon gedacht, wie ich hier so reingekommen bin und das so gesehen habe, weil da ist nämlich der Dicke gleich. Der mit der Kettensäge. Oh nein, bitte nicht. Hier kommt nämlich der Tisch jetzt. Ja. Ich wusste es. Zur Hölle. Wo bin ich denn jetzt? Ich wusste es. Erstmal alles kaputt treten hier. Hallo, ich sehe überhaupt nichts. Ah, okay. Alles einschalten. Ah, ne, noch nicht. 3, 2, okay. Müssen wir mal gucken, wo wir es gleich brauchen. Vielleicht hier lang. Okay, ist aber anscheinend nichts. Boah, hoffentlich kommt nicht der mit der Säge. Boah, bitte nicht. Hallo, ich sehe nichts. Da ist eine Axt. Die Einmal-Axt. So, jetzt muss ich nochmal kurz zurück, weil hier war nämlich gerade das Rätsel. So, war jetzt nochmal hier die Lösung? Hier war das, ne? 3, 2, okay, ich glaube, ich kann mir das ungefähr mehr. Hallo? Ungefähr merken. Drei. War das so? Nee, das war glaube ich falsch, ne? Oder? Boah, diese Lappen.
Ah, okay, alles klar. Hallo? Boah, diese Lappen, die gehen mir auf den Sender. So war das. Sehr schön. So, Brieffragment Nummer 7. Mit Zwiebeln? Was? Mit, sind wir schon mal beim Essensthema wieder angelangt? Lecker Mettbrötchen mit Zwiebeln. Und Pfeffersalz. Voll lecker. Ja, und hier haben wir ja angefangen im Hauptspiel, ne? Hier ging's ja los. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte keine Einhörner und bitte... Bastian war hier? Ja. Und gutes Nackenfleisch, Und bitte löst du jetzt nicht auch die Falle aus wie beim Hauptspiel. Weil die war nämlich noch eine Falle gewesen, wo der Dicke nämlich dann kam. Die war nämlich hier gewesen, aber die ist jetzt, glaube ich, nicht da. Okay. Und Regenbogen! Regenbogen! Und hier sind wir lang gerannt. Schmetterlinge. Boah, sie kann ja wieder nicht rennen. Ist ja wieder voll K.O., weil sie im Sportunterricht nicht aufgepasst hat. Sieht aus wie Mett und Leichen, was? Und Kobalt und Gold. Boah, bitte nicht. Bitte nicht. Sie kann nicht rennen. Ist es jetzt ausgeschaltet? Was? Wow, wow. Bitte nicht. Da sind wir reingerutscht. Im Hauptspiel. Wir kommen aber jetzt weiter. Ist ja geil. Boah, das ist ja cool. Das perfekte Game, vegetarisch zu speisen, ja. Das stimmt. Ich bin dafür, dass ihr ein Einhorn-Smiley macht. Machen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh nein, bitte nicht. Ja, und willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, den Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Sie können tun, was Sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Genau, Sie halten mich nicht auf. So, haben wir Ihren Rätsel vielleicht irgendwie an der Wand stehen? Was vielleicht ansteht demnächst? Anscheinend nicht. Du kannst ja ein Zweihorn-Smiley machen. Das sieht halt teuflisch aus. Das passt auch gerade zum Horror-Thema. Boah, diese Dramatik. Und ein Speicherpunkt. Zuckersch! Entschuldigung. Guck mal, der Grinch. Franzi hat den Grinch gemalt. Okay. Ach du Kacke. Nein, nicht rennen. Mein Gott. Du hohle Nuss. Du hohles Nüsschen. Da ist eine Axt. Die nehmen wir doch mit. Ach, hier sind wir schon wieder. Ach, voll. Wir sind voll. Ja, voll sind wir immer. Was? Okay, so kriegen wir also die Flinte. Ich hab diese Scheiße satt. Ich hab die Scheiße auch satt. Dieser Nightbot riecht mich tierisch auf, Alter. Aber warum? Der tut doch gar nichts, solange man nicht groß schreibt die ganze Zeit und spammt. Der hat eine Knarre, die musst du holen. Ja, danke, Iceman, hab ich gerade geholt.
Kobold. Da ist eine Flasche, die nehmen wir auch mit. Was wir haben wir. Liegt denn hier Munition rum? Ah, wieso kriegen wir denn hier so viel Munition? Kann mir das mal einer sagen? Die kriegen wir doch nicht umsonst, oder? Lol, der Nightbot ist ganz lieb. Nee, der regt auf für 500 Sekunden blockieren, okay. So eingestellt, dass er nur dann auch, was tut, wenn es zu extrem wird. Jetzt ist Schluss mit Verstecken. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube, jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr Action hier. Ja, nur permanent groß schreiben. Also alle Buchstaben groß schreiben, das wäre nicht gut. Wow! Hallo, lad doch nach! Lad doch... Warum lädt sie denn nicht nach? Das gibt es nicht! Diese Alte, das ist doch unfassbar! Natürlich, duck dich noch! Natürlich! Also ich rieche mich ja sehr selten auf, ne? Aber das war jetzt echt kacke. Ohne Spaß. Rechtschreibung mag Nightbot nicht. Prost zusammen. Durchatmen, Love, durchatmen. So, auf ein neues. Na toll. Lad nach. Verdammte Axt. War es das mit dem? Wow, ciao! Ja, super! Genau, das hätte ich auch so gekonnt! Du bist ja eine Heldin! Was ist das für eine Flinte, die nur einen Schuss hat? Das ist unglaublich. Das gibt's doch nicht. Alles hier super. Ganz locker durch die Hose, was? Sonst ist Zacken duster. Zacken vor allen Dingen. Oh, hi Ladies. So, probieren wir es nochmal neu aus. Hallo, ich versteck mich doch. Wie kann der mich sehen? Wie können die mich denn... Ey, das gibt's doch nicht. Wie können die mich denn... Du scheiß Kackspiel! Ja, ich bin wieder tot. Ja, ich bin wieder tot. Ey, das ist doch lächerlich. Mal ganz ehrlich, oder? Mit der Knarre kommst du nicht weit. Ja, ich merke das schon. Aber wegrennen ist auch... ich glaube, wegrennen ist eine Alternative, ne? Wieso fall ich auch hin, Love? Kann man die Tür nicht anders öffnen? Ey, verdammt. Wieso weiß er denn, wo ich bin? Ja, renn doch. Mein Gott, du alte Truller. Unfucking fassbar, ganz... Wow! Hallo Mädels! Und der eine hat eine Wumme. Ist gar nicht gut. Ciao! Ach, jetzt sind wir hier! Ah, okay.
Kletter da durch. Immer schön durchklettern, genau. Sehr schön. So, ein bisschen mehr Action hier wieder. Hallo? Was? Wow. Wow. Ich versuche den mal von hinten irgendwie zu kriegen. Zu erwischen. Die Trulla und leise. Der war gut. Ja, ich merke das schon. Die Trulla und leise, das geht nicht. Nein! Nein! Alter, das gibt's nicht. Wo muss ich denn hin? Oh nein, und dann auch noch die Gabba-Kläuse. Nein! Das ist jetzt ein Witz, oder? Mach die scheiß Tür auf, mach die scheiß Tür auf! Oh, Gott sei Dank. Ja, kletter da durch. Mein Gott, ist da eh nichts. Boah, was eine Action. Oh! Was eine Action gerade hier. Schmetterlinge pupsen. Ach echt? Wusste ich gar nicht. Wie pupsen die denn? Du mirkst schon wieder die Nase. Ist ja unfassbar. Bisschen deformiert, der Gabba Klaus. Hui, alter Schwede. Komm auf. Bitte was? Ich geh nochmal hier gucken. Vielleicht finden wir hier noch was, aber nee, anscheinend nicht. Okay. Boah, diese Dramatik, das ist ja unglaublich mit der Musik. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Auch an alle neuen Zuschauer. Ach, jetzt sind wir hier. Die pupsen hier und in Amerika gehen. Was? Was? Stürmlos? Das ist doch so eine Chaostheorie, oder? Oh nein, oh nein. Ciao. Boah, was ist denn jetzt hier so an Action hier? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ich renne jetzt einfach mal durch. Wow, nein! Was, der hat mich gar nicht getroffen gehabt? Hallo? Der hatte mich gar nicht getroffen gehabt. Das gibt's doch gar nicht. Wow, Gabba Klaus. Boah, wie fett der wird. Ist ja unfassbar. Wow. Ciao. Geh weg. Alter Schwede. Wollt ihr mich verarschen? Ich lasse jetzt mal die Gesundheit auffüllen ein bisschen. Boah! Alter Finne! Deswegen war es auf dem Klo so gruselig. Was? Wieso auf dem Klo so gruselig? Also ich weiß ja nicht, wie deine Toilette aussieht, HSV-Fan, aber wieso kann es auf dem Klo denn gruselig werden? Was? Okay. Okay. Wo bin ich hier?
Was? Ich weiß ja halt meinen Gunsten unertragen? War sicher bunt bei dir, HSV-Fan. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Enttäuschend, Kid. So eine einfache Mission und sie machen Probleme. Zum Glück für uns gibt es immer einen Plan B. Nicht alles, was sie von uns bekommen, nützt ihnen. Die Infusion. Was haben sie mir gegeben? Wir mussten wissen, ob man im System überleben kann. Aber wir wollten niemanden vom Wert riskieren. Wo ist der Rollstuhl im Game? Der in der Kanalisation war. Keine Ahnung. Pose zusammen. Nein. Es ist Ruvik. Er macht das alles hier. Schreibst du etwa schon wieder mit dem Controller? Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich probiere es einfach mal. Okay, die Tür funktioniert nicht. Da sind wir hereingekommen. Bei The Assignment. Müssen wahrscheinlich hier lang jetzt. Aber was erwartet uns hier? Ich komme da aber nicht durch. Hallo? Da kommen wir wahrscheinlich jetzt... Ah, jetzt in die U-Bahn. Jetzt schnalle ich es wieder. Jetzt kommen wir wieder zu die U-Bahn. Was? Gronks Fliege vermisse ich mal? Okay. Oder zu kleines Handy-Eis, das stimmt. Ja, ein Speicherpunkt. Ja. Und ein Dokument. Krempeln Sie bitte den Ärmel hoch. Was? Moment mal. Das ist eine große Spritze, die werden Sie mir auf keinen Fall verpassen. Miss Kidman, Sie haben dem zugestimmt. Vergessen Sie das nicht. Wir haben nichts Böses im Sinn. Das ist nur Vorschrift. Wissen Sie, was Vorschrift ist? Jemanden, der eine Spritze bekommt, zu sagen, wo sie ist und was sie scheint. Au! Mann, das hat wehgetan. Hey Leute, was soll das? Ist hier jemand? Erst die Spritze und dann dieses abgefahrene Video in der Endlosschleife? Verdammt tolle medizinische Forschung, die Sie hier betreiben. Wurde auch Zeit. Okay, kann ich jetzt gehen? Noch nicht, Miss Kidman. Wie fühlen Sie sich? Kopfschmerzen? Nasenbluten vielleicht? Was? Nein. Aber ich fühle mich etwas seltsam. Als wäre ich unter Wasser. Das ist eine der Nebenwirkungen der Verbindung. Sie müssen noch ein...